Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute zum Samstag, ihr wisst es, da reden wir über ein allgemeines Thema und heute möchte ich noch einmal mit euch über Drawdowns sprechen. Wie groß können die sein? Was sollte man realistisch erwarten? Und was können wir vielleicht aus dem Marktrückgang im Februar auch für unseren eigenen Handel in Bezug auf Drawdowns lernen? Bevor ich heute mit dem Thema anfange, möchte ich noch ein paar allgemeine Worte sagen. Und zwar, ihr wisst, ich lese mir alle Kommentare auch unter den Videos immer durch. Und jetzt in dieser Woche war ein Kommentar dabei, der vielleicht etwas kritisch aussah, aber über den ich mich aber sehr, sehr gefreut habe. Und zwar hat ein treuer Kommentator auch hier auf diesem Kanal geschrieben, dass er manchmal in zu letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl hat, dass ich vielleicht bei diesen Videos mich etwas zu weit entfernt habe, vielleicht von denen, die hier zuschauen, von den Teilnehmern, die kleine Kundenwebinar gemacht haben. Und so. Und da muss ich erstmal sagen, vielen Dank für diesen Kommentar. Da freue ich mich wirklich sehr darüber, weil man bekommt ja durch diese Kommentare, gerade wenn es solche Kommentare sind, natürlich auch immer so selbst ein bisschen einen Spiegel vorgehalten. Und es ist tatsächlich so, dass ich habe über diesen Kommentar lange nachgedacht und habe überlegt, ist das so? Bin ich vielleicht gar nicht mehr so auf derselben Ebene wie diejenigen, die bei uns hier ein Coaching machen für kleine Konten? Ne? Wenn ich vielleicht auch manchmal sage, mir ist es dann auch selber mal aufgefallen, ein guter Freund hat es mir auch gesagt, dann sagt, okay, wenn man da mal 2.000, 3.000 verloren hat. Und deswegen will ich eins dazu ganz sagen. Nummer eins. Immer gerade diese Wochenendvideos, die ich hier auf dem Kanal mache, als auch auf dem Jens Rabe Kanal, die sind ja nicht gescriptet. Ne? Die werden einfach, da plaudere ich einfach so los. Ich habe eine Idee im Kopf und plaudere so los. Und da kann es schon manchmal sein, dass da vielleicht auch mal das ein oder andere Wort herausrutscht, was nicht ganz so optimal ist. Wenn dem so ist, sorry. Zum anderen ist es so, dass ich wirklich euch versichern kann, dass ich keineswegs in einer mentalen Lage bin, wo ich sage, mir ist Geld vollkommen egal. Ne? Oder 3.000 Euro, das ist für mich nichts mehr wert, weil ich habe Konten, die viel, viel größer sind. Es stimmt natürlich, dass meine eigenen Konten mittlerweile sehr viel größer sind und dass wir auch jetzt gerade durch diese Fondsauflegung natürlich eher in Millionengrößen rechnen, als jetzt mit Konten von 4.000, 5.000 Euro. Aber nichtsdestotrotz finde ich es nach wie vor, und deswegen mache ich es ja auch selbst immer noch, handle ich ja auch immer noch selber auch kleinere Konten, gerade das Konto für meine Kinder, oder ich habe jetzt auch wieder noch mein kleineres Konto angefangen, also auch nochmal mit ein paar tausend Euro nur, um da auch nicht zu vergessen, wie es ist, wenn man ganz am Anfang ist, weil gerade als Coach ist es mir natürlich auch wichtig, dass ich mich hineinversetzen kann in diejenigen, die kleinere Konten handeln. Und deswegen, also mir ist es überhaupt nicht egal. Ich bin da auch überhaupt nicht davon entfernt. Es ist halt oftmals nur so, und da kann ich dann auch schwer aus meiner Haut, wenn man gewisse Dinge schon so oft erlebt hat, zum Beispiel eben Drawdowns, ne? Thema ja auch von heute, dass man da natürlich vielleicht manchen Sachen ein bisschen gelassener gegenübersteht. Und wenn ich das dann hier so vielleicht auch mal flapsig rüberbringe, dann wird vielleicht der ein oder andere denken, oh, der ist ja jetzt aber arrogant. Und das ist aber überhaupt nicht so gemeint. Also ich finde jeden wichtig, der hier dabei ist. Ich finde jeden Kommentar auch gut, der sich da konstruktiv hier an dieser Sache beteiligt. Und da darf auch jemand mal schimpfen und da darf auch jemand sagen, Mensch, das hat mir nicht gefallen oder so, das ist vollkommen okay. Dafür gibt es ja hier so eine Community. Und ja, ich bin mir auch gewusst, wenn ich mein Gesicht hier in die Öffentlichkeit halte und hier Sachen von mir gebe, dass es da auch manchmal ein bisschen Gegenwind gibt. Und das ist vollkommen okay und das ist absolut in Ordnung. Okay, so, jetzt nochmal zum eigentlichen Thema von heute, nämlich Drawdowns. Ich habe diese Woche einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe ihn leider nicht mehr gefunden. Ich hätte ihn abspeichern sollen. Ich werde ihn dann, wenn ich das Video aufgenommen habe, nochmal suchen. Und wenn ich ihn finde, dann findet ihr den Link auch hier unter diesem Video. Und zwar ging es da um den XIV. Ihr wisst, der XIV, das war ein Produkt, der ja quasi auf Short-Volatilität gesetzt hat. Und diesen XIV, den hat es eben dann zerlegt, ne? Der ist sogenannt terminiert worden von seinem quasi Emittenten. Das heißt, wer da drin war, hat quasi über Nacht alles verloren, was er da drin hatte. Und in diesem Artikel ging es jetzt gar nicht so sehr darum, warum ist der nun jetzt kaputt gegangen und wie ist dazu gekommen, sondern der hat eine ganz andere Sichtweise mal gehabt. Und zwar haben die darüber gesprochen, dass man gesagt hat, Zeit auf,
Auflegung dieses Produktes, des XIV, hat man in diesem Produkt im Jahr im Schnitt 40% Gewinn erzielt. So, das heißt, man hat 40% Gewinn gemacht. Ich muss immer mal zwischendurch hier noch ein bisschen was trinken, wegen meinem Hals. Und das heißt, man hat 40% im Jahr Gewinn gemacht. Und dann war es eben über Nacht mal alles weg. Und da hat man jetzt mal hat man das jetzt mal ins Verhältnis gesetzt und hat gesagt, okay, was ist denn eigentlich, wenn man das hernimmt, 40% Rendite im Jahr? Ne? Das ist ja schon eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Und kann man denn so etwas für die Dauer immer fortschreiben? Und der Schreiber dieses Blogs hat das dann mal verglichen und hat gesagt, naja, überlegen wir doch mal, wenn wir am Aktienmarkt investiert sind, also wenn wir einfach nur stumpf Buy and Hold machen beispielsweise, dann ist es ja so, dass wir mit einer langfristigen Rendite von vielleicht 8-9% in etwa rechnen können. Sagen wir 10%, macht es ein bisschen einfacher. Aber wir wissen ja, dass uns selbst bei dieser ganz simplen Buy and Hold Methode, die ja gar nicht so simpel ist, von der Art her, von der Technik her, ja, aber nicht von dem Mentalen, zeige ich auch morgen nochmal was im Jens Rabe-Kanal dazu, dass wir trotzdem damit Drawdowns rechnen müssen, die vielleicht auch mal 50% betragen. Ne? Das heißt, wir haben das ja gesehen in der Dotcom-Blase 2000, 50% Wertverlust, wir haben es gesehen in der Finanzkrise, 50% Wertverlust, wir haben es gesehen 2011, 20%, wir haben es gesehen 2015, um die 15%, jetzt Anfang 2018, 10-11% da unten. Das heißt, wenn wir einfach sagen, okay, wir wollen langfristig im Aktienmarkt investieren, und wir erzielen da eine Rendite von 10%, dann erkaufen wir uns das mit möglichen Drawdowns, wo wir nicht wissen, wann sie kommen. Wir wissen aber, dass sie ab und an mal kommen, von, sagen wir mal, zwischen 30-50%. Und jetzt haben die das ganz einfach ins Verhältnis gesetzt und haben gesagt, okay, und wenn man jetzt also eine Rendite erwirtschaftet von 40%, kann man denn dann davon ausgehen, dass man da nie Rückschläge haben wird, die größer als 10, 15, 20% sind? Oder ist es nicht eigentlich eine vollkommen logische Sache, dass wenn man so hohe Renditen hat und die immer weiter in die Zukunft auch fortschreitet, dass man quasi zwangsläufig irgendwann mal mit einem Drawdown rechnen muss, der eben wie hier gesehen quasi dann bei fast 100% liegt? Ne? Ich glaube, 90% war der Drawdown und damit ist ja das Produkt dann ausgesetzt worden. Und das finde ich eine super interessante Überlegung, weil wir uns ja auch manchmal unterhalten, wie viel kann man denn im Trading erreichen und was sollte man denn machen? Und ihr wisst ja auch von meinem eigenen Handel her, dass ich schon so diese Vorstellung habe, okay, ich möchte 20% im Jahr mit meinen privaten Konten im Trading erreichen, aber ich nehme ja auch immer Geld aus meinen Trading-Konten heraus und schiebe es dann in die etwas risikoärmeren, für mich risikoärmeren Strategien, wie zum Beispiel eben langfristiges Aktienengagement oder auch mal eine Immobilie oder sowas, wo ich eben sage, okay, das kann ja, oder genau eben aus dieser Überlegung, und das ist mir hier nochmal bewusst geworden, dass man das ja gar nicht immer so fortschreiben kann. Ne? Und wenn wir das können wir sagen, okay, guck dir doch aber Warren Buffett an, der hat doch auch, macht er auch im Jahr im Schnitt, hat er 20% gemacht, oder George Soros hat mit seinem Fonds 30% gemacht, oder der ja jetzt momentan wahnsinnig in den Medien stehende Ray Dalio von Bridgewater, auch der liegt, glaube ich, so bei über 20%. Aber auch wenn man deren Entwicklung mal anschaut, ne, ihr braucht euch nur mal die Berkshire Hathaway Aktie anzuschauen. Ja, wenn du die am Anfang gekauft hättest und wärst immer dabei geblieben, hättest du im Schnitt, glaube ich, so um die 20% gemacht. Aber auch hier hast du eben zwischendurch mal 50% verloren. So, und jetzt sollten wir uns das mal für uns selber mal so als Anregung nehmen, sollten sagen, okay, was habe ich denn für eine Renditeerwartung an mein eigenes Trading? Und warum, wenn die eben deutlich höher ist als beispielsweise der Aktienmarkt, ne, und das muss man ja als Trader, man hat ja als Trader die Erwartungshaltung, dass man mehr macht als der Aktienmarkt, mit was muss ich denn dann realistischerweise auch mal mit einem Drawdown rechnen? Und in diesem Artikel ging es dann weiter, und das ist vielleicht ein Thema, was wir mal gerne mal ausbauen können, wenn euch das interessiert, ging es eben dann darum, dass man gesagt hat, was wäre denn gewesen, wenn man seine Gewinne, die man aus einer so hoch
Profi-Top-Line-Strategie erzielt, wenn man die immer rausgenommen hätte, als wenn man quasi dieses Rebalancing gemacht hätte. Hätte gesagt, okay, ich habe jetzt, ich lege eine Summe Geld an und die habe ich in so einer hohen Strategie oder in so einer hohen, hochprofitablen Strategie. Und immer wenn ich dann aber Gewinn erzielt habe, nach einem Jahr oder so, nehme ich den Gewinn raus und im Laufe der Zeit wird es ja dann immer weniger, was man dann in seinem Gesamtvermögen drin hat. Und dann wäre dieser Zusammenbruch auch nicht so tragisch gewesen. Klar, wenn du erst ein Jahr dabei bist, ist dann trotzdem alles weg. Und das finde ich ziemlich spannend, diese Überlegung. Und deswegen wollte ich euch das nur mal so als Gedankenidee fürs Wochenende mitgeben. Ne? Also, dass wir einfach sagen, okay, je höher wir unsere Renditeerwartung haben, müssen wir eigentlich auch logischerweise damit rechnen, dass wir auch mal größere Drawdowns haben, die eben dann auch vielleicht mal mehr sind als das, was wir da hier im Jahr erwirtschaften. Und wenn man realistisch ist, ich habe diese Woche eine Präsentation eines Fondsmanagers gesehen, eines momentan hervorragend performenden Fondsmanagers, der, jetzt würde ich sagen, was ist hervorragend performend? Und dann sage ich, der macht 5% im Jahr. Wieso ist das viel? Naja, seine Kunden sind Anleihekunden, die eine Renditeerwartung haben von 3-4%. Und wenn er also 5% macht, ist das fantastisch. Und der aber eben auch gesagt hat, ja, wir wollen 4-5% im Jahr erzielen. Wir müssen aber einfach damit rechnen, dass wir auch mal 10% Drawdown haben. Und wenn wir also jetzt von uns persönlich mal sagen, ich habe eine Renditeerwartung von 20%, ist es dann für uns realistisch, dass ich sage, ich darf nur 10% Drawdown haben? Oder wenn ich sage, ich habe eine Renditeerwartung von 50%, wäre es dann realistisch zu sagen, also ich kann niemals einen Drawdown von 50% haben? Nur mal Überlegung. Beantwortet euch mal selber die Frage, überlegt mal auch, schaut mal euer eigenes Trading an. Und wenn dem so ist, na, muss man dann nicht vielleicht auch sagen, okay, wenn man so eine Hochrisikostrategie fährt, was vollkommen okay ist, was absolut, gibt es ja nichts dagegen zu sagen, ne? Wo man dann aber sagt, okay, wie viel meines Geldes investiere ich da rein? Klar, wenn jemand jetzt noch sehr wenig Geld hat und erst am Anfang vielleicht steht und der kann gar nicht so aufteilen, ne? Aber vielleicht ist es ja auch der Grund, warum die Reichen, ne, das ist immer dieser Ausdruck, die Reichen, warum die mehr Geld haben, weil sie, jawohl, die gehen hochriskante Investments auch ein, die gehen auch gehebelte Investments ein, aber eben oftmals nie mit ihrem ganzen Geld, sondern die machen dann eine gewisse Diversifikation oder ziehen zumindest Gelder, die sie aus solchen hochriskanten Geschäften haben, wieder heraus. Und wenn ich mein eigenes Geschäft mal anschaue, am meisten Geld verdiene ich natürlich immer mit dem, was ich in meine eigene Firma investiere. Ne? Also 1.000 Euro hier in die Firma investiert, bringt definitiv den höchsten Ertrag, als wenn ich 1.000 Mark am Aktienmarkt investiere. Ich weiß aber auch, dass hier die Risiken am größten sind, weil das Geschäft kann aus irgendwelchen Gründen morgen vorbei sein. Brauchst ja bloß eine gesetzliche Änderung geben, niemand darf mehr Finanzdienstleistungen anbieten oder nur noch als Bank, dann ist mein Geschäft morgen zu. Ne? Dann ist es halt tot. So, und dann wäre das quasi der Totalverlust. Und deswegen ziehe ich auch Geld raus und investiere es in andere Dinge, um es auszugleichen. Überlegt mal, ob das vielleicht etwas ist, wo wir alle mal darüber nachdenken sollten, wie wir uns am Finanzmarkt aufstellen. Weil unser Ziel ist es ja, nicht Jackpot, sondern regelmäßiges Einkommen und vor allen Dingen ja langfristig das Ganze zu machen. Also jetzt nicht nur mal ein Jahr oder zwei, sondern vielleicht auch die nächsten 10, 20 Jahre, je nachdem wie alt wir sind. Und da stand übrigens noch was zu, habe ich dann auch in dem Kommentar gelesen, wie alt man werden kann. Ne? Also ich habe gestern gelesen, alleine durch die Stammzellenforschung, die es jetzt gibt, ist 100 das neue 60. Ne? Also jeder, der, wenn man jetzt sagt, okay, wenn du 60 bist, hast du ein gewisses Alter. In ein paar Jahren wird man sagen, wenn du 100 bist, hast du ein gewisses Alter. Also sind wir mal aller guter Hoffnung. Ich habe ja eh die Erwartung, deutlich über 100 Jahre alt zu werden. Und deswegen haben wir ja noch ein bisschen Zeit vor uns. Das war's für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Anregungen, eure Meinungen. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche mit einem Fachthema. Wir werden uns am Montag über das Thema Skew unterhalten. Ja, was passiert eigentlich, wenn die Märkte so einbrechen? Verändert sich dann der Skew in den Märkten? Wie kann man das messen? Bis dahin, euch alles Gute, ein schönes Wochenende. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.